Ein herzliches Hallo aus unserem Garten und willkommen bei Gartenfreund und Gartenfreundin. Heute geht es hoch hinaus, tief unter die Erde und nebenbei nehmen wir ein bisschen frisches Grün aus unseren Beeten mit. Der Frühling hat begonnen und die Pflanzen geben richtig Gas. Das bedeutet für uns, wir können heute zum ersten Mal ernten. Und dann kann es auch schon losgehen. Schere geschnappt, Messer eingepackt und mit der Ernteschüssel Richtung Garten. Die erste Kultur, die wir beernten wollen, sind Winterheckenzwiebeln. Diese Pflanzen kennt ihr vielleicht aus einem früheren Video. Sie haben in unserem Garten überwintert. Auch diese Pflänzchen stammen aus dem letzten Gartenjahr. Es ist Spinat. Wir haben sie circa Ende September gesät und jetzt sind sie schon richtig groß geworden. Beim Spinat ernten wir gerne die kleinen zarten Blätter. Man kann sie im Salat benutzen oder man schwenkt sie kurz in der Pfanne an. Dann kann es auch schon weitergehen. Quer durch den Garten, raus beim Tor und Richtung Acker. Auch in diesem Beet haben wir Spinat, der überwintert hat, allerdings eine andere Sorte. Das Beikraut, das ihr hier seht, ist Vogelmiere. Auch das kann man in Salaten benutzen. Auf diesem Foto könnt ihr gut den Unterschied zwischen den zwei Sorten erkennen. Links im Bild der eben geerntete, die Blätter sind fester und dunkler. Rechts die Sorte Winterreisen von Dreschflegel. Die Blätter sind etwas heller und etwas dünner. Ihr habt das Schild gelesen? Genau, es ist Bremer Schnittkohl, ebenfalls eine Sorte von Dreschflegel. Hier stand im vergangenen Jahr eine große Pflanze, die geblüht hat. Und siehe da, heuer im Frühjahr sind ganz von alleine total viele Pflänzchen aufgegangen. Super praktisch für uns. Bei dieser Art des Kohls erntet man die jungen Blätter. Man kann sie ähnlich wie Spinat andünsten, wir werfen sie manchmal auch in den Salat dazu. Dieses Blattgemüse schmeckt ganz mild nach Kohl und auch zum Knabbern zwischendurch ganz lecker. Jetzt ist es soweit, Spaten gerichtet und ab unter die Erde. In diesem kleinen Beet standen im vergangenen Jahr die wunderschönen Topinambur. Sie wurden ca. 3 Meter hoch und wir haben dieses Jahr schon einiges an Knollen geerntet. Hält man die kleinen Topinambur-Pflanzen schneckenfrei, so hat man wirklich ordentlich Ertrag und noch dazu wunderschöne Blumen. Wie man sehen kann, Knollen ohne Ende. Es ist jetzt auch höchste Zeit, sie aus der Erde zu holen. Man kann schon junge Wurzeln erkennen und kleine Austriebe. Und auf zur letzten Station für heute, Vogelsalat. Es passiert mir immer wieder, dass ich den Vogelsalat zu dicht sehe. Deshalb entferne ich immer zwischendurch die größeren Pflänzchen. So haben wir Salat und die anderen kleineren können weiter wachsen. Vogelsalat steche ich auf Höhe der Erdoberfläche ab. Danach putze ich ihn gleich im Beet. Er wird ordentlich gewaschen und bei uns mit warmen Erdäpfeln und Speck serviert. Und eins darf natürlich auf keinen Fall fehlen, steirisches Kürbiskernöl. Das sieht doch richtig gut aus. Abendessen ist gesichert. Wenn es in diesem Garten ja so weitergeht, können wir richtig zufrieden sein. Gefallen euch unsere Videos? Dann einfach Kanal abonnieren, natürlich kostenlos. Oder besucht mal unsere Facebook-Seite. Auch dort gibt es immer aktuelle Fotos über unseren Garten, Infos über Arbeiten, die nicht in den Videos vorkommen. Wir freuen uns und sehen uns beim nächsten Mal hier bei Gartenfreund und Gartenfreundin.